Ja, eigentlich den größte Hobby, den ich habe, ist da am Tisch sitzen, am Küchentisch. Das. Arbeit ist wichtig und harte Arbeit ist auch wichtig. Aber wenn das gemacht worden ist, dann kann man auch Spaß machen. Also ich bin Frieder Burma, Holland natürlich, kann man auch sehen. 52 Jahre alt, ich habe in Holland die Funktion Geschäftsführer. Ich arbeite seit 1998 zusammen mit ELA. Und ELA Holland ist 2004 gegründet worden. Die Zusammenarbeit mit ELA ist gekommen über eine gesamte Bekannte. ELA wollte gerne expandieren nach dem Ausland. Mit Günther und Heinz geredet, schöne Gespräche gehabt. Am Anfang war ich ein bisschen, wie sagt man, vorsichtig. Ich habe gesagt, ja, weiß ich nicht, ich habe jetzt meinen Eigenladen, wie soll ich das alles tun? Und jetzt bin ich selber verantwortlich. Im Ende doch angefangen und nie bereut. Und das ist ganz wichtig. Und das schon seit 17 Jahren jetzt. ELA ist alles, was ich habe auf der Welt. ELA ist alles, was ich will. Wow. So, wenn wir angefangen sind, hatten wir 6 Mitarbeiter. Die sind alle noch da, außer Rudolf, die ist in Rente gegangen. Jetzt sind wir momentan mit 22 Leuten wirklich tätig für den holländischen Markt. In deinem Container steht so vieles Mobiliar. Grau oder gelb, das ist egal. Also am Standort Groningen übernehmen wir eigentlich das Gewerbliche. Das Gewerbliche im Breiten, das heißt zum Kunde fahren, Angebote schreiben, Aufträge schreiben, Zeichnungen anfordern, alles so ausarbeiten, damit alles klar ist. Und dann schieben wir den Auftrag rüber zu ELA Deutschland und da werden die Anlagen fertig gemacht. Was wir in Groningen noch machen, sind alle Magazine für Holland. Und mal einzelne Container, Doppelanlage, putzen, Mobiliar einräumen, ausräumen, überprüfen. Das machen wir noch, auch noch in Holland. Was mir am meisten Spaß macht, ist doch unterwegs sein. Unterwegs zum Kunden, mit Kollegen unterwegs, Geschäfte reinziehen, versuchen gut abzuschließen. Ja, das macht am meisten Spaß. Meine Arbeitswoche ist, ich würde sagen, 3 Tage Groningen, 1 Tag Deutschland, 1 Tag unterwegs. Wir befinden uns jetzt in meiner Küche zu Hause. Wir haben im Wochenende öfter hier mal viele Leute zu essen. Und ob das jetzt die Freunde von den Kindern sind, oder unsere Freunde, ist egal, aber das machen wir hier so im Dorf eigentlich wohl mehr. Das Kochen habe ich eigentlich gelernt von meiner Mutter. Da war es eigentlich gleich, da konnte jeder immer zu Hause kommen und da war immer Essen da. Und es war immer gemütlich. Wir haben uns auch da immer am Küchentisch gesetzt. Und das war, ja, da war nie eine zu viel. Also die Entwicklung bei ELA war ja riesig. Die letzte 5 Jahre sind wir verdoppelt. Und jetzt sind wir ja weltweit unterwegs mit sag 50.000 Containern. Das Schöne natürlich ist, wenn man größer wird, dass man andere Projekte angehen kann. Mal ganz ehrlich, früher in meiner Zeit war ich froh, wenn ich 2 Container vermietet hatte. Und die 2 sind noch immer genauso wichtig wie früher. Lass das klar sein. Aber jetzt können wir auch Projekte von 400, 500, 600 Container liefern. Das Große, was wir damals ja gemacht haben, ist Wagenburg mit 1400 Containern, ein Projekt. Ja, das ist ja riesig. Und ich glaube, da sind nicht viele Firmen in Europa, die das können. Es ist ganz wichtig zu wissen, wo der Personalität herkommt. Eins der Highlights im Jahr ist natürlich immer den Meeting. Einmal im Jahr treffen wir uns irgendwo auf einer Niederlassung. Entweder in Deutschland, Holland, Belgien haben wir schon gehabt, Polen haben wir schon gehabt. Dann kann man mal ein bisschen auf eine andere Weise reden mit allen Kollegen. Nee, das macht wirklich Spaß. Wow, ELA, du allein kannst mich verstehen. ELA,
Du darfst nie mehr vor mir gehen. Die Unterschiede zwischen sag mal, deutschen Kollegen und holländischen Kollegen sind schon da. Nicht so groß, wie die in der Vergangenheit immer dargestellt würden, aber die sind tatsächlich da. Also Holländer sind, denke ich, ein bisschen lockerer. Ist ab und zu mal gut, ab und zu mal nicht gut. Wir haben schon ein ganz tolles Team, wo wir viel Spaß haben. Man kennt einander, natürlich nicht jeder. Von 1000 Leuten kennt man nicht jeder, nicht bei Namen, nicht bei Gesicht. Aber so im Groben kennt man ganz viele Leute. Und kann man, wenn es sein muss, auch wirklich viel schaffen. Auch wenn es mal, sag mal schnell muss, dann arbeitet jeder mit, zack, 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 und dann geht's. Und das ist auch, glaube ich, unsere Kraft, dass wir noch immer eigentlich ein Familienunternehmen sind, mit den Möglichkeiten von einem Konzern. Was wichtig in meinem Leben ist, ist doch natürlich zuerst mal die Familie. Meine Ex-Frau und ich haben 3 Kinder und da tut man alles dafür. Und die Bilanz dazwischen Familie und Arbeit ist ganz wichtig. Prost, 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 Prost.